Sie hören Crop FM Ausgabe Nummer 330, ein Crop FM Spezial zum Thema Quantenphilosophie mit dem Biologen und Biophysiker Dr. Ulrich Warnke. Der akademische Oberrat AD Dr. Ulrich Warnke blickt auf eine 38-jährige Tätigkeit als Dozent an der Universität des Saarlandes zurück, welche die Gebiete der Biomedizin, Biophysik, Umweltmedizin, physiologischer Psychologie und Psychosomatik sowie Präventivbiologie und Bionik umfasste. Seine Arbeitsgruppe stellte sich der Aufgabe, die physikalisch-philosophischen Quanten- und Stringtheorien auf die Phänomene des Lebens, insbesondere der Physiologie, Biologie, Psychologie und Medizin anzuwenden. Zusammen mit Wissenschaftskollegen wie Pim van Lommel oder Nassim Haramein setzt sich Ulrich Warnke für eine undogmatische Betrachtung der Erkenntnisse der Elementarteilchenphysik ein, im Versuch, das Phänomen Bewusstsein ganzheitlicher zu erfassen. Dabei werden auch bisher aus der wissenschaftlichen Betrachtung ausgenommene Phänomene wie außerkörperliche Erfahrungen oder Präkognition in ein erweitertes Modell des Ichs mit einbezogen, um so ein kompletteres Bild unserer Existenz und Erfahrungswelt bereitzustellen. Viele der aufgestellten Thesen widersprechen der gängigen Auffassung, nach der Bewusstsein eine rein physische Funktion der Großhirnrinde sei und beschreiben unser Dasein in einem erweiterten Bezugsrahmen. Der vollständige experimentelle Nachweis dieser Thesen ist mit herkömmlicher Methodik nur schwer zu erbringen und bezieht subjektives Erleben mit ein. So wird der Streit um das Wesen unserer Existenz wahrscheinlich noch lange währen, auch wenn der von vielen erhoffte Paradigmenwechsel vielleicht schon im Gange ist und seinen Ursprung in den bahnbrechenden Erkenntnissen von Wissenschaftlern wie Max Planck, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger oder Niels Bohr hat. Ein Zitat von Heisenberg: Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Gibt jedenfalls zu denken. Das folgende, ca. 90-minütige Gespräch, inspiriert von Dr. Ulrich Warnkes Buch Quantenphilosophie und Interwelt, entstand am 2. Februar 2015. Weitere Informationen auf www.cropfm.at. Ihr wollt.
Bei mir am Telefon Dr. Ulrich Warnke. Sie sind Biophysiker und beschäftigen sich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich unter anderem mit der Frage, was ist eigentlich Bewusstsein und wie lässt sich Bewusstsein auch aus der Sicht der Quantenphysik heraus erklären. Da gibt es also auch das Gebiet der Quantenphilosophie, auf das ich kurz eingehen möchte. Jung und Pauli schrieben 1955, nur Überzeugung begrenzt unsere Kreativität. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Ansatz. Also die Welt durch unser Bewusstsein, wenn man so möchte, erschaffen, wo also diese Überlagerung aller möglichen Zustände dann in einen bestimmten einfriert, den man dann misst oder wahrnimmt. Alles hochinteressante Konzepte. Ja, es freut mich sehr, dass dieses Gespräch heute zustande kommt. Schön. Ich freue mich auch. Sie sind Biophysiker und... Ich bin eigentlich Biologe, habe aber Physik dabei gehabt und hatte dann Lehraufträge, die nicht nur die Biologie betrafen, sondern auch die Psychologie, auch die Physik, auch die Medizin. Und diese vielen Disziplinen, die haben dann meinen Blick über den Tellerrand heben können. Wenn man Vorlesungen vorbereitet, dann muss man alles gut besitzen in diesen Sparten, also Physik, Medizin, Biologie und Psychologie. Und das gab eine Gesamtschau. Und eines Ihrer Themen ist auch Mobilfunk. Das ist richtig. Das ist eigentlich aus meinem Doktorarbeit heraus entstanden. Da war ich am meisten in der Forschung, also intensiviert. Das heißt, die Beeinflussung des Organismus durch physikalische Parameter, wie sie von der Evolution schon vorherrschten, das ist also die Luftelektrizität oder die elektromagnetischen Schwingungen der Luft, und wie sie heute durch die Technik verändert wurden. Auch ein hochspannendes Thema, dem ich mich schon gewidmet habe und über das wir vielleicht in einem anderen Gespräch einmal... Das wäre ein anderes Gespräch, ja, ja. Aber da können wir gerne uns auch drüber unterhalten, denn ich glaube, ich habe eine ziemlich umfassende Kenntnis inzwischen, weil das Thema hat mich nie losgelassen. Und ich habe seit, glaube ich, 30 Jahren intensiv durchforstet. Ja, und das lässt uns ja auch nicht mehr los, das Thema. Also. Nein, es wird immer intensiver. So ist es. Und ich bin auch nach wie vor mit den Wissenschaftlern in Kontakt, die hier, ich sag mal, unbeeinflusste Ergebnisse vorlegen. Quantenphilosophie. Sie haben einen sehr spannenden Zugang. Also ich habe jetzt unlängst Ihr Buch Quantenphilosophie und Interwelt gelesen, was ich sehr spannend fand und aufgrund dessen ich dann auch diese Interviewanfrage an Sie gestellt habe. Das Gebiet der Quantenphilosophie, womit beschäftigt sich das? Woraus entstand das? Also der Begriff, ja, das ist ganz interessant. Also es gab den, ich sag mal, puren Quantenphilosophen, das war Carl Friedrich von Weizsäcker. Der war sowohl Physiker als auch Philosoph und der hat in einem Buch, das damals vom Spektrum Verlag herausgegeben wurde, mit dem Titel Quantenphilosophie ein Nachwort geschrieben. Und zwar hat er seine Überschrift gesetzt zur Philosophie der Quantentheorie. Und er bezieht sich da auf den Einbruch der Subjektivität in die objektive Realität. Das heißt also, er sagt, können wir überhaupt trennen, was die ausgedehnte Substanz, so nennt er das, und das meint er die Teilchen und die Materie, von dem, was wir denken, also in der denkenden Substanz, das sind seine Ausdrücke. Und damit meint er Bewusstseinsvorgänge. Und er meint, ist das nicht beides identisch? Das heißt, das, was die Materie aufbaut und das, was wir denken, als geistige Substrat, kann vielleicht sogar identisch sein. Und so kam dann dieser Begriff Quantenphilosophie zum Tragen. Und seitdem ist die Quantenphilosophie eine durchaus ernstzunehmende Disziplin innerhalb der Physik und auch innerhalb der geistigen Wissenschaften. Hier auch schon fast diese Umkehr, nicht die Wahrnehmung, also
die objektive Welt, die da ist und die wir wahrnehmen, sondern eigentlich eher die Wahrnehmung, die dann erst eine Objektivität schafft oder schaffen ja. kann? Oder wie kann man sich das vorstellen? Es ist auch richtig. Also wir sind jetzt schon mittendrin in den interessanten Momenten, denn die Experimente der Quantenphysiker, die haben bewiesen, dass allein die Fragestellung eines Experiments das Geschehen beeinflusst. Also je nach Versuchsanordnung ist dasselbe Konstrukt einmal eine mathematische beschreibbare Wahrscheinlichkeitswelle, dann wieder ein Teilchenzusammenbau oder ein rein physikalisches Wellenmuster. Ich weiß nicht, ob bekannt ist der Physiker John Archibald Wiener. Das ist ein Pionier der Quantenphilosophie. Und der sagte deshalb, die wichtigste Lehre der Quantenmechanik ist, dass physikalische Phänomene durch die Frage, die wir nach ihnen stellen, definiert sind. Also die Frage entscheidet über das Ergebnis. Fragen wir nach Teilchen, dann sehen wir eine Teilchenkonstruktion. Fragen wir nach einer Welle oder bauen wir das Experiment so auf, dass eine Welleninterferenz herauskommt, dann können wir nichts anderes als Wellen sehen. Oder fragen wir nach Wissen, dann erleben wir informationsträchtige Entitäten, die Erfahrung sammeln. Also es kommt immer darauf an, wie wir die Fragestellung setzen, um die Natur zu erforschen. Und ganz berühmte Quantenphysiker wie Heisenberg schrieben damals auch, die Naturwissenschaft ist nicht selber Gegenstand der Forschung, also nicht mehr die Natur an sich, sondern die der menschlichen Fragestellung ausgesetzte Natur. Und dabei ergab sich ein Phänomen, oder das war die Folge eigentlich von einem Phänomen, das Niels Bohr bereits 1975 hat er den Nobelpreis bekommen, dargestellt hat. Er sagt, in der Physik geht es nicht darum, wie die Welt ist, sondern darum, was wir über die Welt sagen können. Und da wurde immer deutlicher, wir betrachten alles über unser Bewusstsein. Also nichts in dieser Welt existiert, ohne dass es über die Brille eines menschlichen Bewusstseins gegangen ist. Wir wissen nichts von dieser Welt, es sei denn, wir setzen das Bewusstsein ein. Und das Bewusstsein ist deswegen eine Art Schöpfung für das, was wir Realität nennen. Also wenn ohne Bewusstsein für uns gar nichts existiert, dann ist das Bewusstsein entscheidend für das, was letztlich als Ergebnis in der Wissenschaft anerkannt ist. Und dieses, ich sag mal, Paradoxon, dass die Quantenphysik abhängig ist von einem Bewusstsein, hat die ganze Wissenschaft umgestürzt. Das war also eine enorme Zäsur. Also nicht mehr das Newton'sche Moment, dass alles folgerichtig und hintereinander entsteht, sondern hier war plötzlich aus dem Nichts heraus, kann durch Beobachtung, durch Einsetzen des Bewusstseins etwas da sein. Ich würde gerne Beispiele bringen, vielleicht ist das dann deutlicher. Wir haben einen Baum vor uns. Und dieser Baum existiert so, wie wir ihn sehen oder wie wir ihn geistig uns im Gehirn abbilden, physikalisch überhaupt nicht. Dieser Baum ist ein Muster von Massen. Massen ist das, was ein Gewicht hat, was der Schwerkraft unterliegt. Massen sind Atomkerne, Elektronen. Und der Baum ist aus nichts anderem aufgebaut, als aus diesen Massen, Atomkernen und Elektronen. Und nun kommt eine Welle, eine elektromagnetische Welle von der Sonne zum Beispiel oder von einer anderen Lichtquelle und regt diese Elektronen des sogenannten Baumes an. Die werden auf ein höheres Niveau gesetzt und dann fallen sie zurück auf einen Grundzustand. Und in dem Augenblick senden sie selber Botenstoffe aus. Diese Elektronen setzen dann Botenstoffe frei. Das nennen wir Photonen. Und diese Photonen sind Informationsträger. Und wenn sie dann unseren Augenhintergrund, unsere Retina treffen, diese Photonen, dann geben sie dort die Information für Kraftoperationen ab. Und diese Kraftoperationen setzen dann schließlich im Gehirn alle möglichen elektrischen Aktivitäten in Gang. Und ich möchte fast mit dem Finger schnipsen, also schlagartig sehen wir dann ein Bild. Und dieses Bild existiert nicht im Gehirn. Es ist von uns erschaffen worden. Und dann fragt sich, wer ist von uns? Und da müssen wir einen Geist postulieren, der über das Bewusstsein diese Bilder erschafft. Nochmal, dieser Baum ist selber ein Interferenzmuster von elektromagnetischen Schwingungen. Also eigentlich überhaupt kein
Bild, so wie wir uns das im Gehirn erschaffen. Und deswegen ist immer die Frage, wer baut diese geistigen Strukturen in uns auf? Und nun können wir immer weitergehen. Dann haben wir den Placebo-Effekt, dann haben wir den Nocebo-Effekt, also dass wir uns schaden durch die Gedanken. Und immer wieder ist die Frage, wie kann das Bewusstsein Materie beeinflussen? Und das nicht nur in meinem Körper, sondern, wie die Versuche zeigen, auch außerhalb des Körpers. Ja, Placebo-Effekt ist etwas, auf das ich auch sehr gerne noch eingehen würde. Bei der Lektüre des Buches Quantenphilosophie und Interwelt, das, was mich fast am meisten fasziniert hat, ist das Konzept dieser Hierarchien von Selbstinstanzen, das Sie da beschreiben, wo Sie also versuchen, ein Modell dafür zu geben, wo unser Ich, wie unser Selbst eigentlich in der Welt verankert ist oder wo das herkommt. Ja. Das ist ja auch gerade in der letzten Sendung ging es um einen Herrn, der hatte also eine Jenseitserfahrung, eine Nahtoderfahrung. Es gibt auch immer wieder Menschen, die haben außerkörperliche Erfahrungen, wo sie dann angeblich Dinge aus einer Perspektive wahrnehmen, die sie zum Beispiel allein physisch gar nicht wahrnehmen können, weil ihr Körper ganz woanders ist. Ja? Und dennoch sind diese Dinge nachprüfbar. Also zumindest scheint es da ein paar oder immer wieder gut dokumentierte Fälle zu geben, wo so etwas passiert. Das ist ja eigentlich völlig unerklärbar. Wenn das Ich jetzt wirklich eine Einheit mit dem Körper bildet und körperfrei gar nicht existieren kann, so wie noch immer, das ist ja die Auffassung, die weithin vertreten wird und ich auch mit gutem Grund zum Teil, aber da gibt es dann eben immer wieder Phänomene, die dem widersprechen und so wie ich das jetzt verstanden habe, versuchen Sie mit diesem Modell, also dieser Hierarchie an verschiedenen Selbstinstanzen zu zeigen, wie das funktionieren könnte. Können Sie das kurz oder können Sie das auch länger einmal schildern? Ja, also wichtig ist, dass Sie eben schon gesagt haben, es ist ein Modell. Wir können es natürlich nicht beweisen, aber wir können die Plausibilität erhöhen und wir brauchen ja Modelle, damit wir überhaupt weiterdenken können und damit wir weiterkommen. Also es sieht folgendermaßen aus. Ich habe ja eben schon gefragt, wer ist das System, was Gedanken erschafft und was das Bewusstsein bringt. Und nun zeigt sich, dass Bewusstsein als eine Art Schalter benutzt wird, um Informationen als solche zu erkennen und weiter zu verarbeiten. Also das Wort Information setzt ja schon voraus, dass ich erkannt haben muss, diese Information, diesen geistigen Inhalt, der in der Information steckt. Und das Bewusstsein ist sozusagen der Schalter, der Information zu uns leitet. Und es zeigt sich, dass das Bewusstsein nicht vom Gehirn abhängig ist. Diese Ergebnisse sind inzwischen weitgehend anerkannt, dass das Gehirn selbst nicht das Bewusstsein erzeugt. Es war übrigens Eccles, der Nobelpreisträger Eccles, der das zuerst 1975 schon postuliert hatte aufgrund seiner eigenen Erfahrung. Er war auch experimentell tätig und stellte fest, dass wenn das Gehirn zerstört ist, trotzdem das Bewusstsein weiterhin existiert. Und dann ergab sich immer wieder, selbst in unserer guten wissenschaftlichen Zeitschrift Science, gab es mit der Überschrift einen Artikel, ist das Gehirn überhaupt notwendig, um Bewusstsein wirken zu lassen? Die hatten festgestellt, dass bei den Hydrocephalus-Patienten, wo also Rückenmarksflüssigkeit auf die Neurone, auf die Nerven drückt und die dann schließlich untergehen, also resorbiert werden, dass da nur noch 5% Großhirnmasse existierte und trotzdem IQs, also in Intelligenzquotienten, von 100 bis 125, einer hatte sogar 145, existierten. Und nachdem dieser Artikel veröffentlicht wurde, kamen dann schließlich immer mehr Hinweise von anderen Wissenschaftlern, die sagten, ja, wir haben die gleichen Erfahrungen. Man wusste es vorher übrigens schon aus Rattenexperimenten. Und so hat sich etabliert, dass das Bewusstsein etwas ist, ja, was vorhanden ist, universell möglicherweise vorhanden ist. Also nicht nur in mir, sondern auch um mich herum. Und ich benutze nur diese Form, um Informationen zu schalten. Und tatsächlich kennen wir Felder in der Physik, die alles durchdringen. Es sind inzwischen vier Felder. Ob sie nachher alle zusammenhängen oder ob es alles
Aspekte eines Feldes sind, das ist noch dahingestellt. Aber wir kennen die Gravitation, die durch alles durchgeht. Wir kennen die dunkle Energie und dunkle Materie. Zusammen bilden die 96% aller unserer Energien, die durch uns hindurch marschieren. Sind auch kleine Botenteilchen dabei, die WIMPs, die Wiggly Interacting Massive Particles. Und schließlich gibt es auch noch das Higgs-Feld, was durch alles durchgeht. Und die Physik weiß inzwischen, dass diese Felder das Vakuum besetzen. Was heißt das Vakuum? Unser Körper ist ja, wie ich vorhin sagte, aufgebaut aus Massen, Atomkerne, Elektronen. Aber die nehmen nur, und jetzt müssen alle ganz genau hinhören, 0, und jetzt kommen 8 Nullen, 1% unseres Raumvolumens ein. Das heißt, das, was wir denken, was so unseren Körper ausmacht, ist fast nicht vorhanden im Raumvolumen. Oder ich sage es umgekehrt, 99, und jetzt kommen 99% unseres Raumvolumens ist masseleer, masseleerer Raum. Und das nennen wir Vakuum. Und in diesem Raum, der uns vollständig ausfüllt, existieren eben diese Felder, von denen ich eben sprach. Nun hat man nur Hinweise dafür, was diese Felder eigentlich in uns anstellen. Und man weiß, dass die Eigenschaften verleihen von unseren Teilchen. Zum Beispiel die Schwerkraft der Massen entsteht durch Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld. Und nun kann man weiter, ich sag mal, spekulieren, aber es gibt plausible Spekulationen, dass diese Felder auch das beinhalten, was wir Bewusstsein nennen und was wir Empfindungen und Gefühle nennen. Also Gefühle sind uns angeboren. Aber in keiner DNA finden Sie Abschnitte, wo Gefühle repräsentiert sind. Und jetzt kann man fordern, dass diese Gefühle, die jedem gegeben sind, in gleicher Weise, aus diesen Feldern herauskommen. Es gibt tatsächlich Wissenschaftler, die das im Augenblick postulieren. Und wenn es diese Felder jetzt nun gibt, die wir dauernd benutzen und die übers Bewusstsein an uns koppeln, dann sind damit natürlich neue Wege im Weltbild gegeben. Und jetzt muss man noch wissen, dass alles, aber auch wirklich alles, auch in unserem materiellen Körper, über Information gesteuert wird. Es gibt nichts, was nicht durch Information entsteht. Und das erinnert nun sehr, sehr stark an das Internet. Sie können im Internet alles Mögliche konstruieren, aufbauen. Man spricht dann von virtuell. Ich kann dort Häuser bauen, Auto fahren lassen. Und wenn das perfekt gemacht ist, also wenn genügend Information eingesetzt worden ist für diese Konstruktion, kann ich gar nicht mehr unterscheiden, bin ich jetzt in der Wirklichkeit oder bin ich im virtuellen Bereich. Und so, ich gebe nochmal ein anderes Beispiel, weil es vielleicht leichter ist. Ich schaue in den Spiegel oder ich habe einen Spiegel, der eine ganze Wand ausmacht. Und ich komme in diesen Raum rein, wo der Spiegel diese Wand ausmacht und sehe dort Gestalten, Personen, Tische, Stühle. Dann weiß ich im Moment, wenn ich in diesen Raum reinkomme, nicht, ob dieses Spiegelbild jetzt das Reale ist oder ob es eine virtuelle Welt ist, die ich da drin sehe oder wenn ich mich selber anschaue. Jetzt ist aber nur wichtig, das Spiegelbild ist pure Information. Also dieses Spiegelbild entsteht eben auch durch quantenphysikalische Momente. Da ist eine Aluminiumfolie in der Glas und dort werden Elektronen drin sein, die ebenso wieder angehoben werden, wie ich es vorhin schon sagte, durch elektromagnetische Schwingung und die werden reflektiert. Also beim Runterfallen werden sie wieder ausgesendet, das nennen wir Reflexion. Aber eben alles reine Informationsdarstellung. Und ich möchte darauf hinaus, dass der Hörer mitbekommt, dass diese sogenannte Interwelt, wie ich es nenne, also diese Vakuumphase, wo diese Felder alle existieren, voller Energie, voller Information, das weiß die Wissenschaft, dass das ein Informationskonstrukt Speicher ist. Das heißt, wenn ich in der Alltagswelt, die mir hier so geläufig ist, mein Leben friste, dann ist dieses ganze Moment meines Lebens abgebildet, abgespeichert in dieser Interwelt aufgrund der Information. Wenn aber alles, was ich tue und lasse, per Information abspeicherbar ist, dann kann ich diesen Speicher auch abrufen und kann sehen, ich kann hören. Nehmen Sie den Traum. Der Traum ist etwas, wo ich nicht unterscheiden kann, bin ich in der Alltagswelt oder bin ich in diesem, ich nenne es mal weiterhin, Interweltbereich. Ich höre dort Menschen, aber wo ist der Lautsprecher im Traum?
Ich sehe Menschen, aber die Augen sind stumm. Und dann gibt es diese außerkörperlichen Erfahrungen. Da kann ich sogar meine Umgebung abscannen oder ich, vielleicht ist es deutlicher für die einzelnen Leute, der luzide Traum. Im luziden Traum weiß ich, dass ich träume. Das heißt, mein Tagesbewusstsein ist voll aktionsbereit. Und ich kann meinen Traum lenken. Ich kann durch die Wände gehen. Ich habe keine Materie im Traum. Bin ich im Informationsbereich, aber nicht mehr im materiellen, festen Bereich, wie wir es aus der Alltagswelt kennen. Und ich kann fliegen. Ich kann alles Mögliche machen, weil ich ja ohne Materie bin. Und so ist diese ganze Interwelt strukturiert als Abspeicherung von Erfahrungen, die ich, und jetzt kommt das Ich, mein Ich, hier gelernt habe. Mein Ich ist als Person, also dass ich weiß, dass ich ein Ich habe, erst mit 3 Jahren deutlich. Ich muss also Erfahrungen machen, dass dieses Ich als Ich erkannt werden kann. Und nun kommt das Modell, nach dem Sie fragen. Es sieht so aus, dass dieses als Information bezeichnete Erlebnis, Erfahrung sammeln in der Alltagswelt nicht verloren geht, eben abgespeichert ist. Alles, was das Ich hier erfährt, wird gespiegelt in einem, ich nenne es das einfache Selbst. Das einfache Selbst ist meine direkte Informationskonstruktion. Aber wenn diese Information nicht verloren geht, dann bin ich nicht nur einmal hier auf der Welt als Erlebnis, sondern möglicherweise habe ich Erfahrungen aus weiteren Erlebnissen der Alltagswelt. Also da kommt diese Reinkarnation ins Spiel, die auch wissenschaftlich inzwischen recht gut dargestellt wird. Nicht nur von Stevenson, der sich sehr viel Mühe gegeben hat und der doch eine Menge Fälle der Reinkarnation nachweisen konnte, sondern es gibt immer neue, immer mehr, vereinzelt zwar, aber es sammelt sich immer mehr Fälle, wo man sagt, also das ist nur durch Reinkarnation möglich. Und dieses Selbst, was jetzt mehrere Leben überblickt, nenne ich das höhere Selbst. Also dort, wo abgespeichert ist, was ich schon in mehreren Erden präsenten als Erfahrung gesammelt habe. Und nun kennt die Physik eine ähnliche Einteilung. Sie kennt eine sogenannte, ja, ich nenne es das, weil es anschaulich ist, das Meer aller Möglichkeiten. Das heißt, eine Einheitswelt, in der noch nichts differenziert ist, in der aber alles als Möglichkeiten abgespeichert ist. Und dieses Meer aller Möglichkeiten ist auch intelligent steuerbar von einem wahren Selbst. Das entnehme ich aus Traditionen. Also meine Quellen sind die Traditionen, die teilweise sehr viel mehr wussten als wir. Das sind die alten Altvorderen, also die alten Weisheiten. Dann die Physik und dann die eigene Erfahrung. Das sind meine 3 Quellen. Und deswegen ist es plausibel, auch von diesem wahren Selbst zu sprechen. Also unterscheide ich 3 Selbstinstanzen, das wahre Selbst in der Einheitswelt, das höhere Selbst, was schon differenziert ist, wo Erfahrungen abgespeichert sind, wo mehrere Erdenleben sich befinden, das ist also letztlich der Evolutionsprozess, der auch hier abgespeichert ist, und dann das einfache Selbst, was mein jetziges Leben direkt widerspiegelt, als Modell. Aber auch darüber gibt es dann noch es muss ja dieses System wiederum etabliert worden sein. Und es ist zu fordern, dass noch darüber eine Intelligenz existiert. Natürlich kann man das Gott nennen, man kann es alles Mögliche nennen, man kann es auch eine universelle Intelligenz nennen. Aber das Problem ist, und das ist den Wissenschaftlern, die sich um diese Sachen bemühen, auch voll bewusst, jetzt geht es ja immer weiter. Wer hat dann diese Intelligenz erschaffen? Und wenn wir darüber noch was annehmen, ja, wer hat das wieder erschaffen? Das heißt also, das ist eine nicht lösbare Frage für uns. Die Hierarchie, die da weitergeht. Aber es reicht für uns eigentlich auch, um unser Leben besser zu gestalten, dass wir diese 3 Instanzen, das wahre Selbst, das höhere Selbst, das einfache Selbst, als unser Individuum angehörig uns vorstellen können. Und da alles über die Zielstellung geschöpft worden ist, also die Evolution, das entspricht nicht der Wissenschaft, wie sie heute gelehrt wird, das ist mir klar, aber die Evolution sieht
eher aus, dass sie nicht eins nach dem anderen entstanden ist und eins aus dem anderen entstanden ist, sondern dass ein Ziel gesetzt worden ist und mit den Ressourcen, die zur Verfügung standen, dieses Ziel schließlich erreicht wurde. Und so ist immer die Frage, wer hat das Ziel gesetzt? Übrigens ist das die Platon-Philosophie und das ist die Philosophie des Daoismus. Das heißt, diese alten Traditionen haben das alle schon so gefordert, wie wir das heute versuchen, eben auch nochmal darzustellen. Und wenn ein zielbestimmtes Informationsverhalten auftritt, dann ist das etwas, was wir im Körper auch wiederfinden. Also wenn Sie die Darmtätigkeit sehen, die Tätigkeit des Vegetativums oder vom Neokortex oder von den mittleren Gehirnbezirken, also dem limbischen System zum Beispiel, dann hat alles seine genaue Aufgabe. Und diese Aufgabe wird immer so erledigt, dass Information zugeschaltet wird, um da schließlich das Ziel zu erreichen. Das ist also wie unser Navigator. Wir geben ein Ziel ein und dann werden alle Ressourcen als Information geholt, um dieses Ziel, jetzt diesmal über die Straße, zu bekommen. Und diese Zielbestimmtheit, die wird letztlich in Auftrag gegeben von den Selbstinstanzen. Und das Ich ist nur ausführendes Organ. Das Ich ist also eine Idee einer Selbstinstanz, die Erfahrung sammelt, die ohne diese Konstruktion nie zustande kommen würden. Also ich weiß nicht, ob Herr Charon bekannt ist. Charon war Professor für Physik in Frankreich und er hat das Gleiche postuliert für die Elektronen. Er sagt, die Elektronen bauen uns auf, damit sie Erfahrungen sammeln können, die sie als Elektronen alleine nie hätten sammeln können. Und aus diesen Erfahrungen ergibt sich dann schließlich dieses ganze Informationsgebäude, mit dem konstruiert werden kann, mit dem weitere Ziele erreicht werden können. Ja, und das nenne ich dann Schöpfung. Ganz zu unterst in dieser Hierarchie, also quasi noch das Ich, schafft sich dann ja auch noch ein Ego. Oder ein Ego entsteht ja. Ja, also so ähnlich wie jetzt das wahre Selbst, glaube ich, das Selbst erschafft, so quasi instanziert, ja. Instanziert das Ich dann wiederum das Ego und delegiert das Erleben an das Ego. Ja. Ja, also es ist ja folgendermaßen. Wir wissen, angeboren sind unsere Empfindungen, unsere Gefühle, ist unser Bewusstsein, ist unsere Gedankenmöglichkeit, ist unser Wille. Wir haben zu unterscheiden zwischen einem Bewusstsein, das unser Alltag hauptsächlich steuert, und ein Unterbewusstsein, das weit, weit mehr den Bereich steuert, den wir hier zum Leben benutzen, als das Bewusstsein. Also zu 95% unserer täglichen Verhaltens wird übers Unterbewusstsein gesteuert. Und während der Wille letztlich der Weg des Bewusstseins ist, also das Bewusstsein in diese Informationssituation zu bringen, ist das beim Unterbewusstsein die Motivation. Das heißt, habe ich keine Motivation, würde ich nicht mal aufstehen. Also die Motivation ist dauernd tätig, um Informationen übers Unterbewusstsein zu uns zu bringen. Und jetzt müssen wir wissen, diese vorhandenen Modi oder Werkzeuge werden auch dem Ich zur Verfügung gestellt. Das Ich ist eine Konstruktionsidee des Selbst und wird aufgebaut, wie wir das kennen, als Mensch, als Konstruktion oder als Natur, als Baum. Und jetzt wird, was den Menschen betrifft, bei Tieren auch, diese im Feld existierenden Bewusstseinsmodi zur Verfügung gestellt, dem Ich. Und dieses Ich darf aufgrund seines freien Willens und aufgrund seiner Motivation, die immer wieder geändert wird, diesen Willen, diese Motivation, diese Gedanken benutzen, so wie das Ich es gerade möchte. Es ist also selbstständig tätig. Und wenn dieses Ich jetzt den Bezug verliert, nämlich dass es selbst etabliert worden ist von dem Selbst, von dem höheren Selbst und dem wahren Selbst, dann fängt es an, sogenannte Informationsmuster selber zu kreieren, die sich dann verbreiten. Ich nenne das Meme. Meme sind also Informationsmuster, die selbstständig werden. Die Mode zum Beispiel. Die Mode ist ein typisches Informationsmuster, das Selbstständigkeit erlangt. Und jeder will plötzlich dann das haben, weil dieses Muster kriegt Macht.
Und so wie das Ich dann schließlich diese Muster aufstellt mit Machtpotenzial, wird es zum Ego. Das heißt, dieses Ego ist eine selbstständig gewordene, vom Selbst nicht kontrollierte Ich-Modulation. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu kompliziert wird, aber möglicherweise kann man es auch gut nachempfinden. Und dieses Ich kann dann völlig falsche Wege gehen als Ego, weil es eben nicht mehr den Zug hat. Also Religion heißt zurück, also dieses Re in Religion ist dieses Zurückerinnern. Und dieses Zurückerinnern, ich meine jetzt nicht die Religion, wie sie etabliert ist von Funktionären oder von Machtstrukturen, sondern ich meine das Denken. Dieses Zurückerinnern an das Selbst spielt eine große Rolle, damit eine gewisse Demut auch da ist, um dieses Ich nicht völlig dem Ego preiszugeben. Und diese schlimmeren Momente des Egos sind dann eben echte Egoisten, die nur noch der Macht entsprechend handeln und sich versuchen, Vorteile zu verschaffen im Alltag. Aber letztlich bringt es nichts, weil alles, was sie tun, ja abgespeichert wird. Und alles, was mit Machtstrukturen zu tun hat, unterdrückt wiederum andere Informationen, die viel wichtiger vielleicht ist. Und deshalb halte ich viel davon, dieses Modell, was ich da entwickelt habe und was übrigens nicht von mir alleine stammt, sondern was schon in alten Kulturen so beschrieben worden ist. Der Taoismus entscheidet zum Beispiel die Alltagswelt als das You und diese Jenseitswelt, die undifferenzierte, die ich vorhin als Einheitswelt beschrieben habe, wird dort als Wu bezeichnet. Und dann diese Interwelt, die ich eben erklärt habe, wird dort als Wu-Yu bezeichnet. Und das Wu-Wei ist die Kraft, die dauernd diese Interwelt als Verbindung zwischen Yu, sprich Alltagswelt, und Wu, sprich Einheitswelt, erzeugen kann. Und das ist genau das, was ich eben mit diesen drei Einheiten der Selbstinstanzen gesagt habe. Also das heißt, dieses Modell ist sinnvoll und ich habe es selbst ausprobiert. Es ist enorm lebensverschönernd, weil man von diesen rein egoistischen Straßen plötzlich Kenntnis bekommt und sie meidet. Weil Sie gerade gesagt haben, Sie haben es ausprobiert. Es ist ja dann auch, also man kann ja, dieses Modell dient natürlich, jedes Modell dazu, das, was wir erfahren, zu erklären. Und wir erleben uns selbst oft in quasi Positionen, die eigentlich relativ zu dem sind, was wir als unser Selbst erleben. Ja, also auch jetzt, wenn Menschen jetzt außerkörperliche Erfahrungen haben und ihren eigenen Körper da liegen sehen, das ist jetzt vielleicht ein recht einfaches Beispiel, aber wir erleben uns ja auch oft in, man nennt das jetzt höheren Bewusstseinszuständen. Ja. Ist das dann mit diesem Modell irgendwo erklärbar, dass ich dann quasi mein Ich in das höhere Selbst oder das Selbst verlagere vom Ich weg oder vom Ego weg, eben auch auf das jetzt hin, dass Sie gesagt haben, Sie haben das quasi selbst ausprobiert. Ja, ja. Also das ist jetzt eine ganz spannende Sache, weil ich probiere es seit Jahren aus und optimiere es immer mehr und das würde ich doch gerne den Hörern kurz sagen, wie das geht. Weil das kann jeder selbst ausprobieren. Und das eigene Erleben ist ja nachher das Überzeugende. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt sozusagen von der Kanzel herab irgendwas postuliere, was nicht selbst erfahren werden kann. Und dieses eigene Erfahren geht folgenderweise. Wir sind so aufgebaut, dass wir ein Neuhirn haben, das ist der Neokortex, der letztlich den Verstand und den Intellekt beinhaltet. Das heißt, dort wird geordnet. Dinge werden geordnet. Und dann haben wir alte Zentren, das ist das Zwischenhirn. Und dort haben wir nicht nur den Gefühlsmoment, also wo die Gefühle letztlich sich etablieren, sondern auch die Zirbeldrüse. Und die Zirbeldrüse, auch Pinealorgan genannt, ist schon immer in alten Traditionen etwas Besonderes gewesen, wurde als drittes Auge genannt. Und diese Zirbeldrüse ist auch physiologisch, also in der Funktion hormonell, etwas Einzigartiges. Es ist übrigens das einzig unpaare Organ im Gehirn. Und dann haben wir zusammen mit dieser Zirbeldrüse ein Gewebe,
was dort auch lokalisiert ist, ganz in der Nähe von der Zirbeldrüse, das ebenfalls etwas Einmaliges darstellt. Das Chondroidgewebe heißt es. Dort wird zum Beispiel ein Protein erzeugt, das eine Mastersubstanz für den ganzen Körper, was die Gesundheit betrifft, darstellt. Es ist das Kloto. Kloto ist genannt worden nach einer griechischen Göttin, die den Lebensfaden spinnt, so heißt es in der Tradition. Und dieses Kloto ist deshalb so genannt worden, weil es genau das Gleiche macht. Es sorgt für unsere Gesundheit. Was ich sagen wollte ist, dass wenn ich jetzt an dieses Gebiet, das übrigens mit dem Auge des Horus im alten Ägypten dargestellt wird, das ist der Querschnitt durch dieses Gebiet im Gehirn, wenn ich das aktivieren kann, und ich will gleich sagen, wie ich es aktivieren kann, dann habe ich diese sogenannte Wuyu, das, was ich eben von der von dem Taoismus erzählt hatte, im Wirken. Es ist ein Zirbeldrüsenaktivität, nennt sich auch geheimes Feuer in der Alchemie, das eine Substanz erzeugt, die Methyltryptamin heißt, die DMT, das mich direkt in die Interwelt zu meinem Selbst katapultiert. Das heißt, wenn ich dieses DMT stimuliert habe, mit besonderen Mechanismen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, dann kann ich das erfahren, was ich mit der Interwelt eben andiskutiert habe. Ich kann mein Selbst erfahren, ich kann mein Informationsmuster abrufen, das nicht nur ich eingeprägt habe in die Interwelt, sondern auch andere Wesen eingeprägt haben. Ich kann dort Antworten bekommen auf Fragen. Ich bin in einer Welt, wie ich sie aus dem Traum kenne. Ich bin in einer Welt, wie ich sie aus den Nahtoderlebnissen kenne. Ich bin in einer Welt, wie ich sie aus den außerkörperlichen Erfahrungen kenne. Das heißt, es ist ein Erlebnis, das nie wieder vergessen wird, was dann auch in der Tradition oft mit Erleuchtung bezeichnet wird. Jetzt ist die Frage, warum können wir das nicht dauernd abrufen? Warum ist das nicht immerfort möglich? Warum passiert das nur im Traum oder unter diesen besonderen Verhältnissen? Das ist notwendig, dass das nicht passiert. Denn sonst könnten wir in der Alltagswelt uns überhaupt nicht mehr zurechtfinden. Ich habe da auch meine Erfahrung drin. Wenn ich diese Welt aufsuche, habe ich am Anfang es nicht geschafft, zu unterscheiden, bin ich jetzt eigentlich in der Alltagswelt oder bin ich in dieser Interwelt? Das ist das Gleiche, wie Sie im Traum es nicht unterscheiden können. Und damit uns das nicht passiert, wird in der Alltagswelt über Tag der Neokortex als Sensor eingesetzt, als Filter, als Begrenzer der Möglichkeit, die Interwelt aufzusuchen. Und erst wenn ich den Neokortex abschalte, dann komme ich in diese besonderen Verhältnisse rein. Und dafür ist dann DMT verantwortlich. Wie kann ich nun DMT produzieren und den Neokortex abschalten? Ich kann es durch Erschöpfung, ich kann es durch Energiemangel, also ATP-Mangel, das heißt Zellenergiemangel, das passiert beim Nahtod zum Beispiel. Ich kann es durch einen Marathonlauf hinbekommen, aber eine viel bessere Methode als dieser Sauerstoffmangel im Neokortex ist die Meditation. Aus ganz besonderem Grund. Meditation heißt, ich setze den Neokortex in seiner Aktivität stark herab, weil ich nicht logisch denke, weil ich nicht Sinnesreize aufnehme und verarbeite. Das heißt, er wird weitgehend stillgelegt, aber ich lasse in bestimmten Zentren trotzdem ein glasklares Bewusstsein weiterlaufen, wie im luziden Traum. Und bei dieser Meditation entsteht nun eine sogenannte Kohärenz von einem elektrischen Feld im Gehirn. Kohärenz in einem Frequenzbereich, das man Theta- oder Delta-Bereich nennt. Das ist ein Frequenzbereich, der um die 4 Hertz bis 8 Hertz schwingt. Und in dem Augenblick, wo ich als Kohärenz das habe, habe ich ziemlich hohe Amplituden. Das passiert im Schlaf beim Träumen auch. Aber hier mache ich es ja jetzt bewusst. Ich meditiere ja jetzt über Tag. Und in dem Augenblick, wo dieses elektrische Feld so starke Wirkung hat, wird die Zirbeldrüse angeregt zur DMT-Ausschüttung. Und es ist nicht nur DMT, das jetzt ausgeschüttet wird, sondern es muss noch ein Enzym ausgeschüttet werden, das dieses DMT in der Halbwertszeit verlängert. Sonst würde das sofort wieder abgebaut werden.
Und das entsteht durch sogenannte Beta-Carboline. Und diese Beta-Carboline, wie Pinolin zum Beispiel oder Tryptalin, das sind wieder Stoffe, die mich länger an diesem DMT festhalten. Ich kann auch DMT von außen nehmen, das würde ich bloß nicht empfehlen, das ist nicht normal. Zum Beispiel in Pflanzen, Ayahuasca, das sind diese Indianer des Urwalds in Südamerika, nehmen das regelmäßig als Schamanen, um in diese Welt reinzukommen, um dann Vorhersagen machen zu können, um Telepathie machen zu können. Das heißt also, man könnte es von außen zuführen, das ist aber eine Droge, die auch nicht erlaubt ist in Europa und deswegen kann man es lieber selber stimulieren, denn der Organismus ist damit ausgestattet. Und dann kommt noch etwas dazu bei der Meditation. Wenn ich jetzt still liege, flacher atme, weil ich nicht mehr so viel Energie brauche beim Stillliegen, kann meine Herzschlagpulsation bis ins Gehirn gelangen. Sie wird reflektiert bei der Beinarterie, also bei den Abzweigungen der Beinarterien, wird dann reflektiert, geht dann die Aorta zurück und geht bis ins Gehirn. Das ist untersucht worden von einem Herrn Bentoff, das ist ein Ingenieur. Und diese Schallschwingung, die letztlich bis in die Schädelkalotte kommt und dort auch noch fokussiert wird durch die Form der Schädelkalotte, genau auf dem Punkt des Pinealorgans und der Klotoproduktion, die ich vorhin erwähnt habe, im Chondroid-Plexus, wird nun zusätzlich eine Aktivierung ausgelöst. Zusätzlich zu der Kohärenz des Elektrischen. Und diese beiden übereinandergelegt, diese beiden Methoden, die bei einer tiefen Meditation eingeübt werden können. Und das Gehirn ist so flexibel, dass es nach 14 Tagen bereits sich an diese Form der Stimulation immer mehr gewöhnt oder konditioniert. Das heißt, eine regelmäßige Übung, so wie bei Autogame-Training, ist eine Voraussetzung dafür, dass schließlich dieses selbstständig kommt. Und wenn ich nun gelernt habe, zu unterscheiden, wann bin ich in der Alltagswelt, wann bin ich in dieser Interwelt, kann ich es immer optimieren, immer mehr optimieren. Ich sagte vorhin, ich bin viele, viele Jahre da dran, um dieses Gebiet für mich zu optimieren. Und es gelingt nur durch, ja, ich sag mal, Disziplin und Übung. Aber es verschwindet auch schnell wieder. Wenn ich jetzt 14 Tage nicht mehr übe, dann ist diese Konditionierung, dieses Lernen im Gehirn auch schon wieder verschwunden. Also das haben wohl die alten Weisen gemeint, als sie sagten, ich muss mich zurückziehen, um das richtig einzustudieren. Und dann habe ich etwas davon. Sie schreiben auch, dass also das wahre Selbst, glaube ich, von dem sprechen wir jetzt, destruktive Erlebnisse, also wenn jetzt der Mensch dann stirbt und diese Erfahrungen, die er gemacht hat, dann quasi in diesen universellen Informationsspeicher eingehen, so wie das in Ihrem Modell eben beschrieben wird, dann passiert da eine Ausfilterung. Es werden destruktive Erlebnisse, kommen dann nicht rein in diesen Speicher. Das klingt jetzt auf den ersten Blick eigentlich recht sinnvoll, aber ich frage mich, ihr habt mich dann sofort gefragt, aber nach welchen Kriterien wird da ausgefiltert? Ich meine, wird da jetzt zwischen gut und böse nach welchen Kriterien? Naja, es ist ein bisschen anders. Also, Sie fragen, ich muss Ihnen gleich mal Lob sagen, genau die richtigen Punkte. Das ist sehr schön, wenn das so durchdrungen wurde, was ich da geschrieben habe. Aber es war eben nicht ganz richtig, was Sie sagten. Es wird nämlich schon abgespeichert, das Böse auch das, was wir als Erfahrung als böse empfinden. Aber es hat dann keine Zukunft mehr, weil, wie Sie eben selber sagen, was destruktiv ist, baut sich selbst ab. Aus dem Destruktiven kann nichts Neues, Produktives entstehen, weil es eben destruktiv ist. Das heißt also, wenn etwas sich nicht fortpflanzen kann in der Informationskaskade, um etwas Neues aufzubauen, dann bleibt es in einer Sackgasse liegen und verschwindet schließlich, weil es dann auch nicht mehr abgerufen wird. Und so habe ich das verstehen wollen. Also alles, was ungünstig ist, was uns nichts nutzt, was lästig ist, was destruktiv im Sinne von schlechter Stimmung, schlechte Taten, das hat keine Zukunft.
Also das ist so ähnlich, wenn Sie ein klares Wasser brauchen, um etwas zum Wachsen zu bringen, und das schmutzige Wasser das Wachsen verhindert, dann wird irgendwann das schmutzige Wasser einfach nicht benutzt mehr, sondern nur noch das klare Wasser. Also das, dieses destruktive, abgespeicherte heißt für mich, es ist nicht weiter mitzuschleppen, weiter zu forcieren. Ich brauche natürlich immer wieder Gegensätze, um weiterzukommen. Es geht nicht, dass ich eine Einheitswelt habe, die würde sich nicht fortentwickeln können. Also wenn ich in der Einheitswelt lebe. Als Beispiel, ich weiß nur, was warm ist, wenn ich Kälte kenne. Ich weiß nur, was Liebe ist, wenn ich Hass kenne. Ich weiß nur, was schwarz ist, wenn ich Farben kenne. Also das heißt, ich brauche immer gegensätzliche Erfahrung. Und gut und böse ist eine gute Erfahrungsdifferenz. Aber wenn ich nun befürchte, dass das Böse, was in dieser Welt ja nun zuhauf im Augenblick wieder stattfindet, für immer abgespeichert ist und weiterhin etwas zu sagen hat, dann bin ich der Meinung, nein, das wird nicht der Fall sein, weil die sich dieses Böse einfach selbst vernichtet und damit die Zukunft dem Schönen gehört. Und so heißt es in den Traditionen auch immer wieder, dass die Liebe, die das Schönste ist, offensichtlich, die weiß, die meiste ja, Frequenz hat, abgerufen zu werden und dementsprechend sich auch dabei am besten etabliert und fortpflanzen kann. So war das gemeint. Das heißt quasi, das ist ein Selbstregulativ und da ist jetzt kein Entscheider, der von außen eingreift. Oder nein. Es ist keine Entscheidung, die dann irgendwie von einer noch höheren Instanz getroffen wird, sondern das System reguliert sich da selbst. Okay. Ja, also ich sehe sowieso, alle haben die gleichen Möglichkeiten. Jeder Mensch hat diese Möglichkeit, die wir hier die ganze Zeit diskutieren. Und ob sie jetzt von den einzelnen Menschen genutzt wird oder falsch genutzt wird, also in Richtung Egoist, in Richtung Ego-Machtstruktur, oder ob sie in Richtung Freude oder Harmonie genutzt wird, steht jedem Menschen frei. Und jeder Mensch, der sich nicht um dieses Prinzip kümmert, hat etwas versäumt. Und schauen Sie, da geht schon los. Und dann wird etwas Destruktives eventuell entstehen. Es wird also nicht sich weiter fortpflanzen können. Also diese ganze Selbstregulation, die von einer höchsten Intelligenz in uns eingebracht worden ist, ist dermaßen nuanciert und gut, dass man nicht jedes Mal denken soll, wie konnte, so heißt es draußen immer wieder, wie konnte Gott das zulassen, dass das und das passiert ist. Nein, durch die Selbstregulation sind wir selbst verantwortlich für das, was geschieht. Wenn wir erkennen, wie diese Selbstregulation geht, dann haben wir einen Riesenvorteil für uns und für die ganze Menschheit. Ein sehr zentrales Element in Ihren Betrachtungen ist die Interwelt. Also auch Ihr letztes Buch eben hat das im Titel Quantenphilosophie und Interwelt. Können wir das vielleicht noch ein bisschen griffiger machen? Was bedeutet Interwelt? Also der Name sagt ja schon, es ist eine Welt zwischen den Welten eigentlich. Das heißt, es gibt da offenbar auch noch etwas, das die Interwelt transzendiert. Aber was ist eigentlich die Interwelt? Ich meine, in manchen esoterischen Traditionen wird da von der sogenannten Astralwelt gesprochen. Können wir das da irgendwie, gibt es da irgendwo eine Deckungsgleiche oder ist das ganz was anderes wieder? Oder? Ja, die Krux ist leider, dass diese Definition dieser Begriffe nicht einheitlich gemacht wird. Und man kann mir vorwerfen, dass ich nun schon wieder einen neuen Begriff reingeholt habe. Er ist nicht von mir erfunden. Das Wort Interwelt gibt es auch in den Traditionen. Dort wird aber auch das Wort Anderwelt genommen. Aber Sie haben recht, auch diese in anderen Büchern und Überlieferungen sogenannte Astralwelt ist identisch damit. Und es ist auch nicht so, dass jetzt diese Interwelt nur eine einzige Phase ist, sondern auch hier gibt es wieder Abstufungen in mehr oder weniger konkret aufgebauten Informationen. Es ist also Folgendes, man kann es relativ einfach behalten, indem man sich sagt, wir kennen diese Alltagswelt, das ist unsere tägliche Übung, sich in dieser Alltagswelt zu verhalten. Die Alltagswelt zeichnet sich aus durch Materie. Materie ist der Zusammenbau von Massen mit diesem riesen Raum dazwischen. Also zwischen einem, ich gebe mal das Beispiel,
damit man diese 99, und jetzt 99% besser sich vorstellen kann. Wenn Sie den Menschen so hochziehen wie den Eiffelturm und nehmen jetzt das Vakuum aus diesem Menschen heraus. Das Vakuum heißt, es bleiben nur noch die Massen übrig, Elektronen und Atomkerne. Dann bleibt die Größe eines Flohs übrig, 3 Millimeter ungefähr. Das heißt, diese Phase, die jetzt masseleer ist, bedeutet ein Speicher, eine Möglichkeit für Informationen, die aber auch schon als Konstruktion in der Alltagswelt mithilfe der Materie erfahren wurden. Also ich bleibe mal dabei, wir sind gewohnt, die Alltagswelt mit den Massen. Wir wissen, dass zwischen den Massen Kräfte entstehen, also existieren. Also wichtig ist für jeden Hörer, Kräfte entstehen immer erst an Massen. Auch Zeit entsteht immer erst an Massen. Wo es keine Massen gibt, gibt es weder Kraft noch Zeit. Aber die Kräfte bauen uns den Raum auf. Kräfte können, sind Vektoren, haben eine Richtung, können in verschiedene Richtungen laufen und bauen den Raum auf. Und wenn wir jetzt diesen Raum mithilfe der Massen aufgebaut haben, mithilfe der Kräfte, die an Massen arbeiten, dann können wir diese Massen wiederum beeinflussen, mithilfe unserer Gedanken, sonst könnte ich jetzt nicht reden zum Beispiel. Und dann gibt es bei diesen Massenräumen einen Vorherzustand, einen Nachherzustand. Ich habe jetzt Worte hinter mich gebracht. Und dadurch, dass eine Masse sich verändert, ein Vorher- und ein Nachherzustand, entsteht die Zeit. Also Zeitoperation, Masseoperation sind unsere tägliche Erfahrung in der Alltagswelt. Die Interwelt speichert das alles ab, was wir als Erfahrung haben. So das Modell, wo die Selbstinstanzen sind, die das ja wollten, was wir hier tun in der Alltagswelt. Es wird alles abgespeichert. Alles, was wir in der Alltagswelt erfahren, alle Massenerfahrungen werden abgespeichert. Es gibt in der Interwelt aber keine Massen, sondern nur die Information zu den Massen. Die Interwelt ist ja die Vakuumphase. Dort gibt es auch keine Kräfte. Es gibt dort keine Zeit. Dort ist alles gleichzeitig existent. Und deswegen ist diese Interwelt ein Speicher für Erfahrungen, die wir immer und immer wieder machen, mithilfe der Massen. Wir könnten nicht so viel Wissen anhäufen, Erfahrung anhäufen, wenn wir die Alltagswelt nicht hätten. Eine Welt bedingt die andere. Die Alltagswelt bedingt die Interwelt, aber die Interwelt mit ihren Modi, Bewusstsein, Gedanken, Wille, Motivation und allen Empfindungen, die wir kennen, also Wut, Hass, Liebe und so weiter, sind notwendig, damit wir in der Alltagswelt die Erfahrung überhaupt machen können. So sind diese beiden Welten ineinander verschachtelt. Und diese Interwelt, die nun alles abspeichert, wird wiederum gesteuert durch eine noch darüberliegende Welt. Denn irgendwie muss das Ganze ja so funktionieren, wie es funktioniert. Und das ist der höheren Instanz zuzuordnen. Bisher sagt die Wissenschaft, also auch die heutige Mainstream-Wissenschaft sagt es immer noch, Bewusstsein kommt aus dem Gehirn. Und es hat diese Wissenschaftsaussage hat gute Beweise dafür. Wenn ich das Gehirn reize, kann ich Bilder erzeugen. Wenn ich das Gehirn lahmlehne, also Anästhesie zum Beispiel, spüre ich keine Schmerzen mehr. Und deswegen war für die Wissenschaftler selbstverständlich, das Gehirn erzeugt das Bewusstsein. Die Philosophen haben es immer schon anders gesagt. Die haben gesagt, nein, da ist ein Geist zuständig für das Bewusstsein. Und nicht der Neokortex zum Beispiel, diese lokale Situation. Und ich kann nur sagen, die Wissenschaft, die Mainstream-Wissenschaft übersieht etwas. Denn natürlich erzeugen Nerven über quantenphysikalische Momente, auch hier gibt es immer wieder Informationssysteme in diesen Nerven, die dann mit dem Feld in uns dauernd wechselwirken, das sind quantenphysikalische Momente. Natürlich findet das immerfort statt und hat auch was mit der Materie zu tun. Aber was übersehen wird von der Mainstream-Wissenschaft, die so völlig ignoriert, dass es einen universellen Geist gibt, ein universelles Bewusstsein, ist, dass dieses Gehirn ja auch von einer Intelligenz
irgendwie so aufgebaut wurde, dass es funktionieren kann, wie es funktioniert. Das heißt, die Stufe davor, bevor jetzt die Neuronen ihre Tätigkeit aufnehmen, bedeutet ja ein Konstruktionsplan. Also irgendjemand muss dieses unwahrscheinlich intelligente System, wie unser Gehirn funktioniert, ja geplant und aufgebaut haben. Und dahinter steckt dann eben dieses System, was noch über dem Interwelt existiert, das sogenannte wahre Selbst oder die Einheitswelt und eine Intelligenz, die noch drüber steht. Also nochmal, wenn Ihre Frage ist, was ist nun diese Interwelt eigentlich, dann ist es letztlich ein Erfahrungsspeicher dessen, was in der Alltagswelt stattfindet und gibt aber gleichzeitig die Instrumente zur Erfahrungssammlung dazu. Also in der Interwelt ist gespeichert unser Wesen des Lebens. Früher sagte man dazu Seele. Die Seele ist gespeichert und wird auch immer wissender, immer informationsreicher in der Interwelt. Nicht nur unsere Seele, natürlich alle Seelen. Aber nochmal, auch Seele ist nicht definiert, auch Geist ist nicht definiert. Ich definiere selber in meinen Büchern, aber das ist ja nicht allgemein anerkannt. Jetzt ist es uns aber auch möglich, selbst Entitäten in dieser Interwelt zu erschaffen. Und da wird es für mich wieder, ich meine, dieses ganze Thema ist sehr spannend, natürlich für mich, aber da wird es für mich wieder besonders spannend, denn ich hatte ja in vielen Jahren, in denen ich diese Sendung mache, sehr, sehr viele Menschen zu Gast, die eigenartigsten Dinge erlebt haben, die eigenartigsten Wesen gesehen haben, mit diesen interagiert haben, manchmal diese als Außerirdische, Überirdische oder sonst wie interpretiert haben. Also da war alles dabei von, keine Ahnung, ein Jörg Schreiber, der dann mit Verstorbenen kommuniziert, der mit Zwergen kommuniziert, der, ja, also es gibt einfach mehr und ich, für mich ist das immer ein bisschen, ja, also offenbar hat es derjenige erlebt. Warum er es erlebt, kann ich nicht sagen. Also für mich ist es, ich lasse das ein bisschen offen, ob das jetzt tatsächlich eine, ob da was Objektivierbares dahinter steht, ob das rein subjektiv ist, ist für mich vordergründig einmal egal. Aber so wie Sie die Interwelt beschreiben und unsere Beziehung mit der Interwelt, und Sie schreiben das ja auch wortwörtlich so in Ihrem Buch, können wir Wesenheiten in dieser Interwelt erschaffen? Also auch Feen, Engeln und Dämonen. Sind das also alles selbst erschaffene Figuren, denen Menschen da begegnen? Ja. Also ich unterscheide da zwei Situationen. Die erste Situation ist, natürlich können wir uns alles vorstellen und es kann passieren, dass es sozusagen für uns in die Realität geschaltet wird. Wenn ich mir also intensiv vorstelle, ein Helferlein, der mich beschützt, dann habe ich damit den Placebo letztlich ausgelöst. Es gibt daneben, neben dieser Phase des Vorstellens, aber auch offensichtlich Seelen, Wesenheiten, Informationsmuster. Ich bevorzuge das Wort Informationsmuster, weil es wird am meisten akzeptiert. Wenn ich Seele sage, wenden sich schon einige Wissenschaftler ab. Und wenn ich Meme sage, sagen die meisten, ach, was ist das denn schon wieder? Also es gibt möglicherweise Informationsmuster in der Interwelt, die nicht von mir erschaffen worden sind, aber an die ich ankoppeln kann mit meinen, ja, ich sag mal, Motivationen-Momenten oder mit meinen Gedanken oder mit meinen Empfindungen. Das ergibt sich aus systematischen Versuchen, die mit DMT gemacht worden sind. Das ist von der Food and Drug erlaubt worden. Herr Strassmann hat das gemacht in den USA und hat festgestellt, da sind Intelligenzen am Arbeiten in dieser Interwelt, die ich aufsuchen kann, die für mich tätig werden können, die Sachen wissen, die sonst gar nicht bekannt sind, die sich aber als richtig erweisen. Und es wird von den Probanden, die nun diese Erlebnisse haben, also von Engeln, Feen oder Ähnlichem, gesagt, sie sind wirklicher als die Wirklichkeit. Das heißt, die haben weit von sich gewiesen, dass das Halluzinationen sind oder Illusionen sind. Es gibt also offensichtlich diese zwei Momente, dass man tatsächlich mit intelligenten Wesenheiten kommunizieren kann,
ob wir das jetzt Engel nennen oder es kommt ein bisschen auf die Kultur drauf an. Also hier im Abendlandbereich wird gerne von den Engeln geredet, aber in asiatischen Bereichen kennt man die Engel so nicht, sondern da sind es dann Drachen, Dämonen oder gute Geister. Das heißt, es sind also Namengebungen für identische Informationsmuster letztlich, nämlich Helfer eben, die aber wirklich existieren. Und nebenbei kann ich durch meine Gedanken auf quantenphilosophischer Ebene auch Meme erzeugen, die ich für mich selber erzeuge, was übrigens auch beschrieben worden ist. Übrigens auch von Jung, sie hat ihn vorhin erwähnt. Jung hat sich selbst Wesen erschaffen, die ihm dann für seine Theorie der Psychologie geholfen haben. Und er beschreibt auch, was er alles in seinen Büchern von denen übernommen hat. Diese sogenannten, also es gibt viele, viele solche, ja, die O'Neill war das, in Tibet hat sich ein Wesen erschaffen, das es nachher nicht mehr losbekam. Also dieses Wesen war dann so dominant und sie wussten nicht mehr, wie es abgeschaltet werden kann, denn es wurde frech und bösartig. Interessante Momente, und ich weiß auch, dass man sich davor hüten muss, jetzt diese Filme, die diese Situation immerfort darstellen, zu sehr zu inkorporieren zum Beispiel. Dann kann auch für einen selbst sogenannte Gefährlichkeiten rauskommen. Also wenn man immerfort sieht, wie Dämonen oder böse Momente den Menschen erfassen, dann ist man schließlich in der Lage, das selbst zu erzeugen und sich selbst damit überhaupt nichts Gutes zu tun. Also diese beiden Phänomene selbst erzeugen und ankoppeln an vorhandene Wesenheiten scheinen tatsächlich zu existieren. Ja. Höchst spannend. Das heißt, das ist wirklich, weil vor allem auch diese Grenze so unklar ist zwischen Wesenheiten, die jetzt quasi schon existiert haben, bevor mein Ich mit ihnen in Verbindung tritt oder mein Selbst und Wesenheiten, die ich tatsächlich selbst erschaffe, könnte ich, aber alle diese Wesenheiten sind eigentlich von uns erschaffen worden irgendwann einmal. Sie beschreiben da auch, dass es da quasi jetzt, wenn wir jetzt den Erzengel Michael hernehmen, das ist Ihrer Meinung nach eines dieser Meme, die geschaffen wurden, aber schon vor sehr langer Zeit. Ein Bild, ein in das schon sehr viele Menschen auch ihre Hoffnung etc. gelegt haben. Und, das und damit wird es auch am Leben erhalten. Mhm. Aha, es wird dadurch am Leben erhalten und wird dadurch natürlich auch, wie soll man sagen, stärker? Ja, informationsreicher. Mhm. Und das heißt, ich kann an diese ankoppeln, aber ich kann dann auch an völlig selbst erschaffene Konstrukte ankoppeln und das ist dann so die Geister, die ich rief. Exakt, ja. Und das ist eine gewisse Gefährlichkeit, wenn man das System nicht verstanden hat. Können wir vorstellen. Was ich mich jetzt aber frage ist, Sie sagen ja, dass es also quasi dieses Selbst gibt, das höhere Selbst, also das eingangs erwähnte Konzept der Hierarchie an Selbstinstanzen. Aber warum kann ich dann in dieser Interwelt nicht auch so ein Selbst treffen? Verstehen Sie, was ich meine? Also nicht etwas, das jetzt von irgendjemandem erschaffen wurde, sondern tatsächlich wirklich eine Entität, so wie ich. Oder so wie mein Selbst, da muss man aufpassen jetzt. Aber wissen Sie, was ich meine? Ja, also zwei Hinweise dazu. Ich kann mich selbst beim Denken beobachten. Wer ist das, der sich selbst beim Denken beobachten kann? Aber wenn ich mich selbst beim Denken beobachten kann, dann muss doch noch jemand außerhalb sein, der sieht, wie dieses Ich denkt. Das heißt, es gibt immer wieder Situationen, die darauf hinweisen, dass in jeder unserer Handlungen auch noch ein Selbst die Rolle spielt. Wenn jetzt beim Nahtod da unten mein Körper beachtet wird, wie er da liegt, dann ist die Frage, wer beobachtet das im Augenblick, wie der Körper liegt? Und es sind ja hervorragende Nahtoderlebnisse inzwischen geschildert worden. Ich lese sie auch alle, weil das ist einer der Hauptmomente für dieses Modell, was ich geschrieben habe.
zeigt sich ja, dass dann dieser Körper tatsächlich losgelöst vom Ich ist. Das heißt, das Ich erlebe ich nicht mehr, wenn ich drüber schwebe. Und ich bringe auch Beispiele, dass man nachher alles beschreiben kann, was mit diesem Körper gemacht worden ist. Das ist dann die Selbstinstanz. Und nun gibt es noch das Doppelgängerphänomen. Man kann sich selbst begegnen. Goethe hat das beschrieben. Es gibt weitere. Das Doppelgängerphänomen, das kann man im Internet aufrufen. Das ist sehr gut beschrieben und also relativ gut beschrieben, nicht sehr gut. Und es geht auch relativ häufig bei Menschen in die Erfahrung ein. Und da wird auch davon geredet, dass man sich als selbst plötzlich begegnet, als Informationsmuster, was man ja dauernd bearbeitet. Also das Selbst hat die Idee des Ich, das Ich macht die Erfahrung, koppelt sie aber zurück zum Selbst und das Selbst wird immer informationsreicher, immer besser ausgestattet. Und dieses Selbst ist in der Erfahrung, wenn man intuitiv arbeitet, offensichtlich auch dauernd tätig. Nur was uns daran hindert, dass wir dieses Selbst erwischen, ist diese reine Konditionierung der Alltagswelt. Also ich bin so gefangen in diesen Erfahrungen der Alltagswelt, die ich ja täglich meistern muss, dass ich es nicht ja eingeübt habe, die Selbstinstanz genügend abzurufen. Aber wenn man den Meister Eckhart zum Beispiel liest, der erzählt das dauernd. Oder ich habe ganz spannende Recherchen im Bereich der Alchemie gemacht, wo das ja alles kodiert ist, wie das funktioniert, damit nichts Schlimmes passiert. Weil es gibt immer böse Menschen, die, wenn sie dieses Wissen haben, auch etwas Schlechtes machen. Zum Beispiel wurde von diesen bösartigen Terroristen, die aus dem Islam kamen und den 11. September zu verantworten haben, gesagt, dass sie über ihre Gedanken demnächst die Flugzeuge zum Absturz bringen wollten. Das habe ich zwar nur einmal gelesen, aber das ist gut zu denken, weil also das Know-how hat, wie Materie beeinflusst werden kann. Und ich muss nochmal sagen, jeder von uns beeinflusst die Materie ununterbrochen, jede Sekunde im eigenen Körper. Sonst könnte er nicht laufen, sonst könnte er nicht greifen. Denn drüber steht ja immer ein geistiger Wille, das und das zu machen, auch wenn ich jetzt rede. Und der Erfolg ist, dass die Materie meines Körpers sich so verändert, dass eben jetzt die Stimmbänder durch den Luftausstoß bestimmte Vokale und Konsonanten, also Worte, bilden können. Aber das Ganze ist als Quelle von einem geistigen Moment abgeleitet. Also wenn ich mit dem Geist Materie beeinflussen kann, dann ist das etwas, was noch stärker eingeübt werden kann und was schließlich auch schlimme Konsequenzen haben könnte. So, und wir sind so mit der alltäglichen Erfahrung limitiert, dass wir die Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, gar nicht üben. Wer das aber tut, der hat natürlich dann auch viel mehr Möglichkeiten, sein Selbst stärker einzusetzen. Das einfache Selbst und vor allen Dingen das höhere Selbst. Aber das ist ein Entwicklungsprozess. Der ist nicht automatisch sofort existent. Ich weiß nicht, ob da genügend Antwort auf Ihre Frage gekommen ist. Zumindest ein Teil der Frage ist da schon beantwortet. Was mir noch trotzdem noch nicht ganz klar ist, ist, ob ich jetzt tatsächlich einem anderen Selbst, also nicht mir selbst, sondern dem Selbst eines anderen in dieser Interwelt begegnen kann. Vielleicht auch von jemandem oder etwas, das jetzt gar nicht in der physischen Form auf der Erde ist und so weiter. Ja, ja. Also ich meine, das ist natürlich hochspekulativ, aber ich meine, trotzdem, wäre es theoretisch möglich? Na, ich gehe immer wieder von den Versuchen aus. Also wenn genügend DMT genügend lange wirken kann, also genügend als Amplitude, also wenn genügend Menge an DMT da ist und wenn jetzt genügend Beta-Carboline gleichzeitig existieren und DMT lange Zeit wirken kann, dann wird genau das berichtet, dass andere Wesen, nicht nur das eigene Selbst, sondern andere Wesen einem begegnen, Ratschläge geben, Urinformationen abgeben, auch für die Gesundheit, Wissen abgeben für Weiterentwicklung. Das heißt, hier sind also Wesen tätig, die offensichtlich existieren, laut diesem Untersuchung, und die ja
kommunikativ für uns wirksam sein können. Aber dazu müssen wir eben diese Barrieren überwinden. Ich kann immer nur sagen, diese Barrieren hindern uns daran, der Neokortex hauptsächlich, hindern uns daran, in diese Welt, die viel wichtiger für uns ist, ich nenne es unser Zuhause, diese Interwelt, mit dieser Zuhause-Interwelt dauernd zu kommunizieren, nicht nur, sondern abzurufen, was für uns nützlich ist. Ich muss nochmal sagen, die Alchemie, die ja eine uralte Tradition ist, lange vor Christi Geburt offensichtlich existierte, schon als Weisheit existierte, bringt die Anwendung dafür. Und ich schreibe gerade an einem neuen Buch, da werde ich das mal noch intensiver hinbringen, weil die Praxis fehlt für das, was sie haben wollen, um selber Erfahrung zu sammeln. Und umso mehr Menschen selber Erfahrung sammeln können auf diesem Gebiet, umso weiter wird die Entwicklung auch der Interwelt stattfinden. Also was ich vorhin schon sagte, es ist immer verzahnt, die Alltagswelt und die Interwelt. Also, eine ist auf die andere Welt angewiesen. Und umso weiter wir hier kommen, und ich gehe davon aus, dass die früheren Völker und Kulturen da schon weiter waren, wiederum als wir heute in der technisierten Welt, in dieser Ablenkungswelt, dieser Informationsschleuderwelt, die wir dauernd erleben müssen, sind. Und diese alten Weisheiten werden wahrscheinlich durch neue Übung auch wieder in unsere normale Welt hineinkommen können. Und da wird das gar nicht mehr so lange dauern, so habe ich das Gefühl. Weil diese Nahtoderlebnisse, die jetzt auch wissenschaftlich anerkannt sind, die Thanatologie, wie sie jetzt hier heißt, und diese außerkörperlichen Erfahrungen werden ja auch immer mehr in Universitäten erforscht. Stanford zum Beispiel. Oder nehmen Sie das Massachusetts Institute of Technology, das mit Professor Lloyd einen hat, der wörtlich sagt, das Universum ist programmierbar. Und wenn wir das Universum programmiert haben, wird es uns wieder verändern. Das heißt, also der geht von dieser Intelligenz aus. Übrigens, Max Planck hat sie auch schon gefordert. Ich denke also, dass diese Entwicklung in einer Art E-Funktion oder fontänenartig jetzt weiter marschieren wird. Und dann werden wir mehr wissen, was wir heute nur noch so spekulativ diskutieren. Ja, das ist natürlich auch ein hochinteressantes Konzept, auch das ganze Universum quasi als Quantencomputer zu sehen. Eben. Ja, da ist mir jetzt ganz viel durch den Kopf gegangen. Ich meine, interessant finde ich, Sie haben gesagt, diese Jenseitserfahrungen, die Menschen machen, sind wissenschaftlich anerkannt inzwischen. Habe ich das richtig verstanden dazwischen? Oder das kann ich mir kaum vorstellen. Ja, doch. Also nachdem Pin van Lommel und nachdem Alexander Eben, der ja Neurologe ist und der andere ist Spezialist, also Herzspezialist oder Arzt, jetzt identisch das herausgebracht haben, was schon früher in den Büchern drin stand, auch teilweise von Ärzten beschrieben, wird in der Wissenschaft gesagt, okay, das ist ein Phänomen, das wir uns mal genauer anschauen müssen. Also so weit sind sie. Es wird also nicht mehr abgelehnt. Und was nicht abgelehnt wird, halte ich für in der Wissenschaft angekommen. Übrigens die Savants, die diese Inselbegabten, die ihnen etwas bringen, was man nicht für möglich gehalten hat, müssen auch irgendwo erklärt werden. Also es gibt inzwischen Phänomene, wo die Wissenschaft sagt, das existiert als Phänomen, und wenn es als Phänomen existiert, müssen wir uns um den Mechanismus kümmern. Also soweit, nicht gerade die Wissenschaftler, die nun in einem Mainstream, nenne ich das, was nicht dorthin gehört, was ich eben erzählt habe, sondern das sind natürlich einzelne Leute, die sich zusammentun, die ich aber auch alle hier sozusagen dauernd recherchiere, in Kommunikation bin, und die jetzt ein Netzwerk gebildet haben, das weitgehend anerkannt ist, ja. Weitgehend. Das wäre aber ein Riesenschritt. Also. Ich sagte ja schon, vieles wird leider nicht genügend kolportiert. Es gibt einige Forschungsgruppen, die auch in Deutschland übrigens, Niems zum Beispiel, der Physiker, Köln, Heidelberg, die sehr tolle Ergebnisse haben, aber dann doch nicht damit, bekannt werden.
Ja, der Mainstream, den Sie da angesprochen ja. haben, also da sehe ich es noch nicht. Aber wenn Sie nein, sagen, nein, nicht, das habe ich eben gemeint. Ja, ja, aber wenn Sie sagen, also dass zumindest einmal das vom Phänomen her anerkannt wird und nicht, in meiner Beobachtung wird das ja ständig wegdiskutiert. Ja, und das ist jetzt für mich natürlich, ich meine, ich war ja nicht dabei. Ja, also ich weiß es nicht, ob jetzt bei diesen Experimenten tatsächlich dann irgendwo dann doch geschummelt wurde oder irgendwo ungenau gearbeitet wird. Aber das ist ja diese ständige, es ist auch nie so klar bewiesen jetzt, dass es also, dass niemand mehr irgendein Gegenargument hervorbringen kann. Könnte. So kommt es mir so jetzt vor. Es, ja. es hält sich, diese Phänomene halten sich immer an dieser Grenze, wo man zwar nicht sagen kann, na, das ist irrelevant, aber wo man auch nicht sagen kann, das ist jetzt so stark hier, das ist so klar auch umrissen, dass man jetzt sich wirklich zwangsweise damit auseinandersetzen muss. Es ist in ja, so einer es liegt, Zwischenwelt. Es liegt noch an was anderem. Schauen Sie, die Naturwissenschaft ist ja die dominante Wissenschaft, auch in unserer Gesellschaft. Und die hat Spielregeln. Und diese Spielregeln heißen, ich muss etwas messen können. Messen heißt, es muss Kraft übertragen werden auf ein Instrument. Ich sagte vorhin aber schon, Kraft entsteht immer nur an Massen. Und wo es keine Massen gibt, und das ist der Bereich, der jetzt hauptsächlich unsere Diskussion heute war, gibt es auch keine Kräfte. Mit anderen Worten, ich kann nicht beweisen, dass es Gedanken gibt. Ich kann nicht beweisen, dass es Gefühle gibt. Ich kann immer nur die Folgen davon beweisen. Ich kann also nicht mal ein Elektron beweisen. Ich kann die Folgen der Elektronentätigkeit beweisen, weil dann wieder Kräfte entstehen. Aber wenn die Naturwissenschaft diese Spielregel eben durchzieht, dann wird sie alles Geistige zwangsweise ausschließen müssen, weil es dort ja keine Kraft gibt, die eine Messung auslösen kann. Also letztlich ein Ergebnis bringen kann. Diese Wissenschaft, die Naturwissenschaft, muss sich von diesen Spielregeln lösen. Und die Quantenphilosophie ist genau das Verbindungsglied zwischen geistigen Wissenschaften und Naturwissenschaften. Und ich muss nochmal sagen, hochrangige, ich zitiere sie ja teilweise in den Büchern, also richtige Koryphäen, auch früher schon, Einstein, Heisenberg, Max Planck, Bohr, haben diese Verbindung, oder Schrödinger, der ist ja noch viel wichtiger, diese Verbindung zwischen Naturwissenschaft mit den alten Spielregeln, die durch Newton letztlich eingebaut worden sind, und den geistigen Wissenschaften auch schon überwunden. Das heißt also, es gibt nicht mehr auf der einen Seite die Naturwissenschaft und auf der anderen Seite die geistige Wissenschaft, sondern mithilfe der Quantenphilosophie wird eine Verbindung zwischen beiden geschaffen. Und wenn man so weit erstmal ist, dann werden eben diese Phänomene auch ja, der Forschung zugeführt. Es ist aber leider so, dass vieles auch persönliche Erfahrung ist. Und alles, was persönliche Erfahrung ist, wird in der Wissenschaft ausgeschlossen. Denn es muss ja, das ist eine weitere Spielregel, alles beliebig reproduziert werden, laut naturwissenschaftlichen Kriterien. Und eine beliebige Reproduzierfähigkeit ist bei individuellen Erfahrungen einfach nicht gegeben. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum da diese immer wieder diese Separierung stattfindet. Ich möchte jetzt noch einmal so auf diese Grundlagen da zurückkommen. Ich nenne es jetzt einmal die Physik der Seele, die ja auch von Ihnen versucht wird zu beschreiben, wie jetzt, vielleicht auch nicht ganz der richtige Begriff, aber wie diese Wechselwirkung zwischen der Seele oder dem Informationsmuster, das unser Ich ausmacht, das also massefrei ist, also das unser Selbst ist, mit unserer Materie kommunizieren kann. Sie haben es schon ja. auch kurz angedeutet, wenn Sie sprechen, dann nimmt ja eigentlich Ihr Geist, der jetzt massefrei ist, Einfluss auf die Materie. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch als wesentliche Schnittstelle zwischen diesen Welten die Beeinflussung von Spins durch Bewusstsein. Ja. Das scheint ja inzwischen auch experimentell nicht abgesichert vielleicht, aber angezeigt zu sein, dass also tatsächlich Spins auf Bewusstsein reagieren. Und ist das dann quasi ja das Interface zwischen der Interwelt und der realen Welt? Ja, wobei Sie jetzt noch weitere Faktoren nennen können. Also erstmal ist richtig, Spins sind übers Bewusstsein beeinflussbar. Das ist seit 1990
von Davis beschrieben worden. Davis als Physiker damals in Adelaide in Australien, in Neuseeland, und jetzt hat er einen Lehrstuhl in den USA. Aber diese Experimente sind nicht mal von ihm, die waren vorher schon bekannt. Und das Interessante dabei ist, dass diese Beeinflussung der Spins, also letztlich der Eigenrotation von Quantenteilchen, in diesem Fall waren es jetzt Elektronen, nicht nur in meinem Körper stattfindet, sondern auch außerhalb meines Körpers. Das heißt, ich kann Spins, die außerhalb meines Körpers sind, durch mein Bewusstsein in verschiedene Richtungen flippen lassen, also das heißt umschalten. Und jetzt ist die Frage, wer ist verantwortlich für die Spins? Und da ist die sogenannte schwache Kraft, also es gibt vier Urkräfte, die wir allgemein heute anerkennen. Das ist die starke Kernkraft, die nur im Atomkern eine Rolle spielt. Das ist die schwache Kraft, die ebenfalls im Atomkern eine Rolle spielt, aber auch außerhalb. Und es ist die elektromagnetische Kraft und die Gravitationskraft. Und eine dieser Kräfte, die jetzt sich um die Spins kümmert, ist tatsächlich die schwache Kraft, die zusammen mit der elektromagnetischen Kraft dann als elektroschwache Kraft bezeichnet wird. Und nun ist wieder interessant, dass diese uns fast vollständig ausfüllende dunkle Energie, dunkle Materie, die zusammen also 96% darstellen, eine Korrespondenz mit der schwachen Kraft führen. Das heißt, diese im Augenblick schlecht fassbare, weil es keine Messapparatur dafür gibt, dunkle Materie, die heiß diskutiert wird im Augenblick von der Wissenschaft, die uns aber dauernd durchdringt, von dem man annimmt, dass sie auch dauernd durch Teilchen durch unseren Körper fluten lässt, hat mit der schwachen Kernkraft oder schwachen Kraft eine Wechselwirkung. Und nun wird von einigen, auch von Strassmann, ich bin auch der Meinung, dass es so ist, und dann gibt es noch eine Astronomin in Italien, Conforto, die sagen jetzt, dass die dunkle Materie letztlich identisch ist mit dem, was wir Gefühle nennen, angeborene Gefühle, dass letztlich hier auch die Möglichkeit der Emotionsausübung drinsteckt. Also Emotionen sind die Folge von Gefühlen. Emotionen nach außen bewegen, heißt es ja. Und dass die Kopplung zur Materie mithilfe dieser dunklen Materie, mithilfe dann des Bewusstseins, was hier auch ihre Ursachen haben, über die schwache Kraft auf die Spins der Quantenteilchen Materie beeinflussen kann. Also wenn wir diese Kaskade, die jetzt reine Spekulation ist, aber die auch schon eine gewisse Plausibilität hat, führen, dann müssen wir erstens sagen, es ist nachgewiesen in Experimenten, auch wenn es nur vereinzelt der Fall war, dass unsere Gedanken Spins beeinflussen können. Nummer eins. Frage, wodurch werden Spins beeinflusst? Über die schwache Kraft. Frage, welche Energie korrespondiert mit der schwachen Kraft, sodass sie durchs Bewusstsein angeregt werden kann? Und dann kommt die dunkle Materie ins Spiel, die tatsächlich dauernd in unserem Körper eine Rolle spielt, aber die Rolle kennt man offiziell noch nicht. Aber es ist dann plausibel zu sagen, unser Bewusstsein, unsere Motivation, unsere Gefühle hängen mit der dunklen Materie und dunklen Energie zusammen, die sich im Augenblick kosmisch als Expansion und Zusammenziehung äußert, aber in unserem Körper die Rolle übernimmt, die schwache Kraft so zu informieren, dass die Spins informiert werden und dass dadurch das, was allgemein bekannt ist, letztlich die Materie durch unsere geistigen Strukturen auch beeinflusst werden kann. Ich will jetzt den Arm heben und es ist ganz genau bekannt, was dann passieren muss. Ich muss Neurone aktivieren, Muskeln aktivieren. Das entsteht dadurch, dass Membranen sich öffnen für bestimmte Elemente, also Natrium, Kalium, manchmal noch Chlorionen. Diese Membranen öffnen sich mit Hilfe von Proteinen, die ihre Konformation oder Konfiguration ändern. Konfiguration, Konformationsänderung heißt Molekülbindungänderung. Also Proteine sind aus Aminosäuren aufgebaut und diese Aminosäuren haben bestimmte Molekülbindungen. Und wenn ich diese Bindung verändere, sterisch verändere, also in ihrer räumlichen Art verändere, dann muss ich die Spins der Elektronen, die letztlich verantwortlich sind, für die Molekülbindung verändern. Und dann ist klar, mein Geist, der jetzt den Arm heben will, also mein Wille, ein geistiges Prinzip,
kann über die Veränderung der Spins der Elektronen diese Konfigurationsänderung so schaffen, dass ein Kanal durch die Membran sich öffnet, damit jetzt ein Aktionspotential ausgelöst wird. Anders kann es nicht gehen, laut heutigem Wissen der Physiologie. Ich muss ja irgendwo die Kopplung und, wie Sie eben richtig gesagt haben, das Interface postulieren, dass mein Wille in die Materie übersetzt. Und das wäre plausibel, denn man kennt ja in der Physiologie, wodurch mein Arm sich gegen die Schwerkraft hochheben kann. Das sind eben diese Aktionspotenziale, die ausgelöst werden. Und die haben etwas mit der Spin-Veränderung zu tun. Leider wird unsere Verbindung da jetzt gerade ein bisschen schlecht, aber man kann sie gerade noch recht gut verstehen. Vielleicht werde ich zum Schluss noch auch Gravitation spielt da offenbar eine große Rolle. Sie bringen dann auch das sogenannte Higgs-Feld ins Spiel. Also die Gravitation scheint da wirklich so auch eine Schlüsselposition einzunehmen. Und wenn würde man Gravitation verstehen, das scheint ja wirklich also der Stein der Weisen der Wirklichkeit zu sein. Also Zeit, Energie, all das trifft sich im Phänomen der Gravitation. Ja. Also die Krux ist, dass die Gravitation von keinem Wissenschaftler elementar erklärt werden kann. Es ist ein Rätsel, ein absolutes Rätsel. Wir können nur wieder die Wirkung der Gravitation messen, spüren, erfahren. Aber was Gravitation wirklich ist, ist unbekannt. Und nun kommt ja dieses überraschende Moment, dass diese dunkle Materie nicht nur mit der schwachen Kraft korrespondiert, sondern auch mit der Gravitation. Und möglicherweise ist die dunkle Materie vorgeschaltet der Gravitation. Das heißt, die Gravitation ist eine Folge der Tätigkeit, der Aktivität der dunklen Materie. Viele spricht dafür, weil viele Momente, die man als Erfahrung jetzt ahnen kann, was dunkle Materie betrifft, auch auf die Gravitation zutreffen. Und für mich war so spannend zu schauen, wie weit zum Beispiel Levitation wirklich ein Begriff ist, der existiert als Erscheinung und nicht nur eine Mogelei ist, ein Irrtum ist oder etwas Ähnliches. Und es gibt in der Levitation doch interessante Anfänge von Nachweisen. Also erstmal Überlieferungen und da sagt man dann wieder, die Zeugen, die das behaupten, wie da jemand sich gegen die Schwerkraft bewegen konnte, sind ernst zu nehmen, weil die Zeugen haben einen Ruf zu verlieren. Das ist das eine, aber das ist dann immer noch sehr unglaubhaft. Aber es gibt dann auch Versuche, die wieder mit den Spins zusammenhängen, die einen gewissen Antigravitationseffekt ausüben. Und diese sogenannte Gravitation, von der man ja wirklich nichts weiß, man postuliert ein Graviton, das konnte bisher keiner nachweisen und vieles, was bisher als Graviton sich gezeigt hat, war doch nur eine Verschmutzung von irgendwas anderem. Diese Gravitation, die sogenannte Schwere, ist etwas, was wahrscheinlich eine viel größere Rolle in uns spielt, als wir bisher ahnen. Also nicht nur das Gewicht von uns provoziert, sondern wenn es denn über die dunkle Materie geht, eben auch unser Gefühlsleben beeinflusst. Das ist aber etwas, was so stark spekulativ noch ist, dass man eigentlich nicht wagen soll, jetzt schon zu viel darüber zu reden, weil sonst eventuell eine falsche Richtung vorgegeben wird. Aber Sie können davon ausgehen, für mich ist die Gravitation tatsächlich der Stein des Weisen und ich werde dranbleiben. Und es gibt da noch viele, viele Phänomene, die, wenn sie jetzt tatsächlich existieren, wie das, wie Sie selbst jetzt gerade gesagt haben, auch von glaubhaften Zeugen berichtet wurde, einer Erklärung haben. Ich nenne es nur die sogenannte Teleportation, Präkognition, was ja sehr häufig ist. Oder eben dann solche Ausnahmefälle wie Mirin Dayo, der sich da selbst durchbohrt hat, wo also, ich sage angeblich, weil er war nicht dabei, lebenswichtige Organe durchbohrt wurden und da blieb nicht mal eine Wunde. Das ist völlig unvorstellbar. Das ist absurd eigentlich. Und oder eben, also hiermit glaube ich gerade auch auf, ich kenne es jetzt unter dem Begriff yogische Flieger, die also da durch Meditation dann quasi levitieren sollen.
angesprochen und da gibt es auch, ich glaube, Sie erwähnen das in einem Ihrer Vorträge, den Herzstillstand des Yogi Satyamurti, der sich also, ja. Der also wirklich tagelang, glaube ich, keinen Herzstillstand, keinen Herzschlag mehr hatte und der sich sogar eingraben ließ in die Erde und hat dann, ja, kein Mensch weiß, wie sein Gehirn überleben konnte, da wird er kein Sauer. Die Temperatur ist da, glaube ich, unter 30 Grad abgesunken oder so. Mhm. Also Dinge, die ja massenweise existieren anscheinend, Phänomene, und die jetzt mit der Newtonschen Physik überhaupt nicht natürlich erklärt werden können. Ja. Mit der von Ihnen angesprochenen Quantenphysik anscheinend gibt es da Ansätze, aber die ist ja noch überhaupt nicht in der Gesellschaft angekommen. Ja, ja. Also ich finde das gut, dass Sie schon so informiert sind. Das ist schon mal sehr wertvoll. Diese Phänomene haben mich dazu bewogen, das Weltbild in Frage zu stellen, die Sie da gerade aufgeführt haben. Denn diese Phänomene sind ja nach wissenschaftlichen Kriterien, jedenfalls nach der damaligen Zeit, als sie erzählt, berichtet worden ist, vorgenommen worden. Das heißt, es waren Wissenschaftler dabei und haben diese Phänomene dokumentiert. Und man müsste jetzt schon eine große Verschwörungstheorie gegen diese Ergebnisse vorbringen, um das nun einfach wegzuwischen. Und Wissenschaft soll der Menschheit Wahrheit darstellen. Und wenn diese Phänomene existieren, dann ist die Wissenschaft verpflichtet, die Wahrheit, die dahinter steckt, zu dokumentieren, das heißt also auch die Wirkungsmechanismen. Und das war der Grund, warum sich jetzt viele Wissenschaftler da hinbegeben haben, das neue Weltbild zu kreieren, also diesen sogenannten Paradigmenwechsel. Und diese Quantenphilosophie ist geeignet, durchaus. Natürlich haben Sie recht, das sind alles noch stockende Anfänge, aber und keiner von den Wissenschaftlern sagt, wir haben es jetzt bewiesen, sondern es gibt eben Hinweise, plausible Hinweise im Wirkungsmechanismus, die eng mit der Quantenphilosophie verbunden sind. Denn die bisherige Wissenschaft, das haben Sie eben völlig richtig erkannt, kann diese Phänomene überhaupt nicht deuten. Aber es hat doch keinen Sinn, dass wir deswegen sagen, diese Phänomene existieren nicht, bloß weil wir sie nicht erklären können mit der bisherigen Weltbild. Sondern wir müssen gerade eigentlich, also das mit dem Yogi ist ein ganz wichtiger Punkt, wurde dann erklärt mit Winterschlaf. Das geht natürlich nicht. Also wie kann es sein, dass über Tage das Herz angehalten ist und trotzdem das Leben wiedergekehrt ist? Also das muss erklärt werden. Und jeder Mensch, der einigermaßen wach ist, wird zugeben, dass das so spannend ist, dass man das nicht einfach wegkippen kann. Auf keinen Fall. Also die Wissenschaft wird es erklären müssen irgendwann. Ich meine, das kann jetzt auch erst in 100 Jahren sein. Wenn diese Phänomene existieren und wenn die Wissenschaft diese Stellung, die sie jetzt hat, behalten möchte. Und das wird, da bin ich also ganz auf Ihrer Seite, da wird es einen Paradigmenwechsel geben müssen. Der ist ja vielleicht schon sogar schon passiert. Also mir kommt ja vor, der ist schon passiert, wenn ich jetzt solche, ja, ich glaub so. die eingangs zitierten Jung und Pauli, die sagen, nur Überzeugung begrenzt unsere Kreativität. Naja, was haben Sie damit wohl gemeint? Ich glaube, dass das... Das ist das, was ich meinte. Der Sensor, der Filter, der Neokortex ist so dominant, dass er uns nicht zulässt, was noch möglich ist. Und wenn wir den ausschalten oder erkennen, wie wir ihn mindern können in der Aktivität, Neokortex mindern, dann werden wir Erfahrungen machen können. Und dann, wenn viele Menschen die Erfahrung gemacht haben, ist es plötzlich Wissen. Das hat sich immer wieder gezeigt. Erst wird es bekämpft, dann wird es allgemein gut, dann heißt es bei den Wissenschaftlern, das wussten wir doch schon lange, das ist doch nichts Neues. Und schließlich ist es dann endgültig anerkannt. Und wir sind gerade in der Phase, dass es ja immer bekannter wird und immer mehr identische Ergebnisse sich offerieren. Und das ist der Paradigmenwechsel im Laufen. Also er steht nicht vor der Tür, wir sind mittendrin. Äußerst spannende Zeiten. Herr Warnke, vielen Dank, dass wir dieses Gespräch hier heute führen konnten. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Gespräch in Zukunft fortsetzen können einmal. Auch natürlich Thema Mobilfunk, da kommt ja jetzt wirklich die Biophysik auch ins Spiel oder wird ins Spiel kommen.
Wie gesagt, ja, auch ein interessantes Thema. Jedenfalls für heute einmal ein großes Danke und ich freue mich schon auf ein mögliches nächstes Mal. Ich danke Ihnen genauso. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Wiederhören. Das war eine weitere Ausgabe von CropFM Spezial. Zu Gast war der Biologe Dr. Ulrich Warnke. Auf der Website von CropFM finden sich neben dem CropFM Spendenknopf auch noch zahlreiche weitere Sendungen zum Thema Bewusstsein aus den verschiedensten Perspektiven. www.cropfm.at. That was gone lies ahead, sticked into my head. Where and when, crossing you and me. Ich danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.